Der glüht noch. Hey, cool. So, das ging, glaube ich, da hinten dann irgendwie hoch. Wie kam ich jetzt da hoch? Ich muss an das Gerät da kommen. Also vielleicht doch da hinten rum und dann komme ich da durch die... Ah, durch die Tür, okay. Ich bin Level 3. Ah nee, das ist bis zu Level 3. Jetzt verstehe ich. Ich dürfte jetzt keinen weiteren Skillpunkt mehr haben. Und die Skilltabelle, okay. Hören wir uns das ganz kurz mal an. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, am nächsten Tag war in Flaherty in Kanada von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. So, und jetzt gehe ich einfach mal nach unten. So schnell kriege ich meine Powerrüstung. Die ist zwar mehr oder weniger hinüber, aber oh, ja. Du hast eine Ausgabe von Rocco Fun. Erhalte Holobander Automatic Commander. Cool. Hey, Sturges. Was? Schau mich nicht an, Neuer. Ich repariere nur Sachen. Okay, was ist jetzt die Mission? Das ist ja cool, dass das dann auch anders dargestellt wird. Quest. Elmira die Feinde in Concord, okay. Fertig!
Immer noch. Dogmeat, geh da weg. Deine Gesundheit ist ziemlich, das ist stimmt weg. Wir haben ihn besiegt. Er tot. Ja, wir können zumindest looten. Guter Hund. Wir sollten jetzt doch vielleicht ein bisschen was aus dem Inventar nehmen. Ich habe keine Munition mehr, verdammt. Okay, habe ich alles besiegt? Wie steige ich wieder hier aus? Gar nicht. Minigun nehme ich nochmal wieder mit. So.
mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Entschuldigung? Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sicherer ist. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als wartet, das hier entspannt kann es wohl kaum... euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Wie steige ich wieder aus der Rüstung raus? Bleib bei der Power-Rüstung. Du musst ja, in schade, Richtung wenn sie Rost ansetzen würde. Drücke und bewege RS und nach oben und unten. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Kann ich jetzt die Links wieder verwenden? Nee, da habe ich keine Munition. Okay, Bleib mal bei der Automatikpistole. Thank you.
Und in der Zwischenzeit noch ein bisschen Nuka-Cola. Tatsächlich, das war ein Nuka-Cola zu viel. Okay, wir sind wieder in unserer Werkstatt. Ich verstehe immer noch nicht genau, wie ich die Powerrüstung wieder ausziehe. So nicht. So auch nicht. Ah, mit A, okay. Okay. Und die steht dann einfach immer nur so in der Gegend rum? Also so hundertprozentig habe ich es jetzt noch nicht ganz verstanden, aber wir gucken uns das dann heute Abend nochmal genauer an. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und vielleicht sehen wir uns ja heute Abend.